Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. La Rochelle Tower, good morning. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, La Rochelle, bonjour. Oui, bonjour. Delta Mike Echo Mike Zulu. Type of aircraft is CT, Charlie Tango, two people. Position at the fuel station. VFR to Arcachon, La Taste, Lima Fox Charlie Hotel. Request taxi, please. Delta Mike Echo Mike Zulu, taxi only point Delta, report run up, report ready for departure on Delta. Delta Mike Echo Mike Zulu, taxi via to taxi holding point Delta and will report ready for departure. Delta Mike Zulu, squawk 1260. Delta Mike Zulu, enter squawk 1260. Heute Morgen meldet der Airport La Rochelle um 0800 IFR Conditions. Leider hört sich das nicht so gut an. Okay, dann fällt das Frühstück eben etwas ausführlicher aus. Um 10 heißt es dann immer noch Marginal VFR, aber das liegt wohl an den Wolken, die kaum 1000 Fuß hochhängen. Das ist für mich in Ordnung, zumindest hier am Meer. Die Sicht ist jedenfalls okay und im Laufe des Vormittags soll es Richtung Süden aufklaren. Unser erstes Ziel heute Morgen heißt Arcachon. Jahrhundertelang ein bedeutungsloses Fischerdorf, ist Arcachon heute ein sehr bekannter Luxusbadeort, etwa 180 Kilometer südlich von hier. Bekannt wurde es vor allem durch die südlich des Ortes direkt am Meer liegende höchste Wanderdüne Europas. Doch dazu später mehr. Delta Mike Echo Mike Zulu, Position Taxi Holding Hold Delta, ready for departure. Delta Mike Zulu, Taxi Alpha, Backtrack Runway 09R, line up and report ready. Delta Mike Echo Mike Zulu, will Taxi via Alpha to Runway 09R. Delta Mike Zulu, and so then Backtrack Runway 09R, line up and report ready. Delta Mike Zulu, and Backtrack Runway 09R. Et pour débuter la descente. Que Charlie descende à l'altitude de 2000 pieds, QNH 1024. Et je vous informe que dans environ 4 minutes, vous passerez un espace aérien non contrôlé avec présence potentielle de VFR inconnu. Et que Charlie, donc on descend 2000 pieds, 1024. Echo Charlie, contactez Nantes 124, décimal 430. 4430, Echo Charlie, au revoir. Delta Mike Zulu, runway 09R, clear for takeoff, runway wet, wind 080 degrees, 4 knots. Delta Mike Zulu, runway 09R, clear for takeoff, request leaving via Sierra Alpha Sierra. Perfect, Delta Mike Zulu, you will overfly the highway to Sierra Alpha. Delta Mike Zulu, right turn to Sierra Alpha. So after the departure, you will maintain the axis and then overfly the highway on course to Sierra Alpha. Okay, understand. We'll overfly highway and then the Sierra Alpha. Delta Mike Zulu taking off. We'll be right back.
Delta Mike Zulu, Position ist Sierra Alpha in 1000 feet. Mike Zulu, continue via Sierra and report leaving my information, please. Delta Mike Zulu, Wilco, next report Sierra and will report leaving your CTR. Delta Mike Zulu, outbound Sierra 1000 feet and request leaving frequency and bye-bye was very nice here. Delta Mike Zulu, contact me for the information on frequency 124.2. Delta Mike Zulu, will contact on 124.2. Vendredi 56, Papa Victor, bonjour. Vendredi 56, Papa Victor, La Rochelle approche, bonjour. Descendez initialement à l'altitude de 5000 pieds, QNH 1024. Vendredi 1024, Papa Victor. Delta Mike Zulu, you're leaving my area, Quark 7000. Flight information available with Aquitaine 120.575. Leave the frequency, goodbye. Delta Mike Zulu, Roger, will contact 120.575. Bye bye and au revoir. Die Garonne ist der viertgrößte Fluss Frankreichs. Er entspringt in den Pyrenäen und verläuft die ersten 45 Kilometer in Spanien. Auf den nachfolgenden 530 Kilometern findet der Fluss seinen Weg durch Toulouse und Bordeaux, wo er zusammen mit der Dordogne an genau dieser Stelle hier in den Atlantik mündet. Der Anflug auf den Flugplatz ist ganz interessant. Er führt uns direkt über die Bucht von Arcachon. Schon von Weitem können wir die Wanderdüne erkennen. Sie liegt in einem dichten Wald direkt am Meer. Wir fliegen über den Meldepunkt November und dann auch über Sierra Echo. Der eigentliche Einflugpunkt in die Platzrunde ist der November Echo. In vier Linksturns fliegt man dann zur Landung quasi einmal um den gesamten Platz herum. Aber ich glaube, das ist tatsächlich schon die Wanderdüne. Ja. Arcachon Airport, good morning and bonjour. Delta Mike Echo Mike Zulu. Mike Zulu, bonjour. Bonjour, this is Delta Mike Echo Mike Zulu. Type of aircraft is CT, Charlie Tango, two people. VFR from La Rochelle. Current position is 5 minutes northeast of reporting point November. For landing, please.
Okay, entry point is November Echo, so report November Echo for runway 25 Greenwich 1024. Delta Mike Zulu, next report, November Echo for runway 25 Greenwich 1025. Right. Cool aus. Ja, jetzt ist ein interessanter. Das sieht ja richtig cool aus. Ja. Wow. Bin begeistert. Jetzt haben wir Ebbe. Romeo, vertical November, ich rappelle, début de l'intérieur. Ich habe den jetzt wieder ausgeschaltet, damit man sprechen kann. Wir sind ja auch vorbei. Aber das sieht wirklich super aus, hier mit den Brillen und die Sonne scheint pünktlich. Ja. Ha. Bin begeistert. Ja, wir haben richtig Ebbe hier, guck dir das mal an. Ja. Hier ist jetzt der November. Aus 20 Kilometern Entfernung sehen wir nun, inmitten einer riesigen Fläche von Seekiefern, Europas größte Wanderdüne. 106 Meter hoch, 616 Meter breit und 2,9 Kilometer lang. Das macht ein Volumen von 60 Millionen Kubikmeter Sand, der mit bis zu 30-40% Steigung hier aufgeschoben wurde. Man stelle sich eine Kugel von 500 Metern Durchmesser vor. Das ist schon ziemlich viel Sand. Bedingt durch Wind und Gezeiten wandert diese Düne jedes Jahr zwischen 1 und 5,5 Metern landeinwärts, also in den Seekiefernwald hinein. Rein rechnerisch hat sie dann in 2000 Jahren den Kiefernwald platt gemacht und den Airport erreicht. Wenn also jemand mal hier in Arcachon zu landen beabsichtigt, braucht er sich nicht zu beeilen. Ein wenig Zeit bleibt noch für den Flugplatz. Fast 2 Millionen Besucher zählt man hier jedes Jahr und damit ist die Düne Frankreichs Nummer 2 der am meisten besuchten Naturdenkmäler, nach der Bucht von Mont-Saint-Michel in der Normandie. Delta Mike Echo Mike Zulu, position right now, November Echo 1000 feet, next report, November. Hey, that's correct, Delta Echo Zulu Mike Zulu, and confirm 25 in news, QNH 1024, call me back over November point. Delta Mike Zulu, QNH 1024, and next report, November point. Just confirm number of person on board, please. Persons on board, POB 2. Sir. Delta Mike Echo Mike Zulu, position November Tower 1000 feet, turning southbound. Sir, coming back, establish left hand and wind, runway 25. Delta Mike Zulu, Echo. Arcachon information du Fox Hotel, Fox Mike Uniform, rebonjour. Fox Mike Uniform, rebonjour monsieur. Fox Mike Uniform, à la station, nous allons demander les paramètres pour un vol à destination de Sainte-Foy-la-Grange. Sainte-Foy-la-Grange, reçu Mike Uniform, donc la 25 en service, QNH 1023 et rappelé au point d'attente Alpha 3. Delta Mike Zulu, turning base, runway 25. Delta Mike Zulu, surface wind is calm. Mike Zulu, thank you.
Delta Mike Zulu, final to 5. Delta Mike Zulu, wind scan. QNH 1023, on rappelle au point d'attente. Vous pouvez répéter Alpha 3. On rappellera au point d'attente Alpha 3, Fox Mike Uniforme. Point d'attente le plus à l'est, de toute façon. J'imagine que vous êtes toujours deux à bord. Nous sommes toujours deux à bord, Fox Mike Uniforme. Delta Mike Zulu, rendez-vous vacated. Intention is to stay for an hour or so. And do you have any proposal for parking position? Sir, you can proceed by the right. Expect grassy apron, please. Delta Mike Zulu, welcome. Mike Uniforme, prêt au point d'attente Alpha 3.